Herzlich willkommen zur heutigen Live-Session im WMOOC. Ich freue mich, dass doch am Vormittag viele Leute gekommen, relativ viele Teilnehmer jetzt schon mit dabei sind. Und noch viel mehr freue ich mich, dass Silke Westphal sich bereit erklärt hat, für diese Live-Session zur Verfügung zu stehen zum Thema kollegiale Beratung. Ich habe sie zu dem Thema auch ein Knowledge Camp dieses Jahr erlebt mit der Session und fand das so spannend, dass ich dann gefragt habe, okay, können wir das nicht hier als Live-Session im WMOOC machen? Und sie hat zugesagt. Also vielen Dank und damit würde ich dann auch an dich übergeben, weil alles Weitere kannst du besser zu dir erzählen, als ich das könnte. Genau. Gut. Ja, vielen Dank. Anfang des Jahres die Prüfung auch gehabt, die mündliche. Deshalb ist kollegiale Beratung bei mir gerade noch sehr, sehr akut als Thema. Wissenschaftlicherseits, vorher habe ich es einfach schon viele Jahre in meinen Projekten eingesetzt. Ich bin Change Manager und eben seit 15 Jahren damit eben als selbstständige Beraterin in ganz verschiedenen Unternehmen unterwegs. Und jetzt auf dem Knowledge Camp war für mich die große Fragestellung, ist kollegiale Beratung was, womit man im Business Management andocken kann? Und das Ergebnis aus der Session war ja, auf jeden Fall. Und ja, so bin ich dann hier auch an den Dirk und zum WMOOC gekommen und freue mich, dass ich heute mal wieder über mein Lieblingsthema sprechen darf. Genau, also das bin ich. Jetzt ist die Frage, was ist kollegiale Beratung? Da machen wir einfach mal die wissenschaftliche Definition vorneweg, bevor wir es dann wieder ein bisschen einfacher halten. Kollegiale Beratung ist ein Format personenorientierter Beratung, bei dem im Gruppenmodus wechselseitig berufsbezogene Fälle der Teilnehmenden systematisch und ergebnisorientiert reflektiert werden. Das heißt, es ist eine Form von Beratung, das ist klar, und es findet immer in der Gruppe statt, also nicht zu zweit in der Duade, sondern eben in einer Gruppe von mindestens drei Leuten, besser sind es ein paar mehr. Es gibt auch keinen Trainer, keinen Supervisor, keinen Moderator, männlich, weiblich, sondern die ganze Beratung läuft in der Gruppe und man berät sich gegenseitig in wechselnden Rollen. Es geht immer um berufsbezogene Themen, das heißt, es geht eben nicht um Schwierigkeiten, die man vielleicht im privaten Bereich hat, sondern es geht immer um berufsbezogene Themen. Und das ist, glaube ich, das Wesentliche an der Methode. Es ist eben keine nette Unterhaltung beim Kaffee, wo man mal eben so über was plaudert, worüber man sich aufgeregt hat, sondern das Ganze ist eine strukturierte Sache, die nach einem bestimmten Ablaufschema funktioniert. So, da ich Dirk beim Barcamp kennengelernt habe, bin ich so ein bisschen beim Barcamp du. Ich hoffe, das ist in Ordnung, wenn ich euch jetzt alle duze. Ich mache das jetzt einfach mal. Also was ich euch die nächsten 20 Minuten erzählen will, steht hier auf der Agenda in Form von Fragen. Also erstmal die Frage, wozu ist das überhaupt gut? Was kann ich mit kollegialer Beratung überhaupt anstellen? Was braucht man dafür? Dann die wesentliche Frage, wie geht das? Und die andere genauso wesentliche Frage, wann sollte man es besser lassen? Geht das auch online? Und am Schluss bin ich dann ganz gespannt, welche Fragen ihr noch mitgebracht habt. Also, wozu ist das Ganze gut? Kollegiale Beratung kommt ursprünglich aus der Lehrerbildung und wendet sich als Zielgruppe an Menschen, die mit Menschen arbeiten. Dazu kurz ein kleiner Einschub zum Thema Interaktionsarbeit. Das ist wahrscheinlich was, was ihr alle macht, ohne es so zu nennen. Interaktionsarbeit ist die Arbeit, die in der Beziehung zwischen Menschen passiert. Beraten, pflegen, lehren, erziehen oder auch führen. Das sind Interaktionstätigkeiten. Das heißt, die Arbeit findet in der Beziehung zu einem Gegenüber statt und kann aber auch nur unter Mitwirkung des Gegenübers stattfinden. Also eine Lehrkraft, die einen Schüler oder eine Schülerin unterrichtet und die will nichts lernen, hat keine Chance. Derjenige wird nichts lernen. Das sind halt so die Schwierigkeiten. Oder beim Friseur. Wenn ihr nicht stillhaltet beim Friseur, dann kann der Friseur sich noch so anstrengen, da wird keine vernünftige Frisur bei rauskommen. Also Interaktionsarbeit passiert immer zwischen zwei Personen, die miteinander interagieren müssen. Die Schwierigkeit ist natürlich, dass nicht immer das Gegenüber so bereit oder willens ist, eben entsprechend mitzuwirken. Und das ist eben die Sache, wann Interaktionsarbeit einfach schwierig wird. Das hat viel auch mit Gefühlen zu tun. Und das ist, glaube ich, was, was beim Wissensmanagement, so wie ich es bisher wahrgenommen habe, nicht immer als Wissensquelle gilt. Aber gerade bei Interaktionsarbeit
ist das Thema Gefühle ganz wichtig, und zwar meine eigenen, was empfinde ich während dieser Interaktion, aber auch die des anderen. Wenn ihr einen total aufgebrachten Kunden euch gegenüber habt, der wird nichts verstehen, der wird nicht zuhören, den muss man erstmal beruhigen. Also das ist eine ganz wichtige Tätigkeit von Interaktionsarbeit, die Gefühle vom Gegenüber zu beeinflussen, sodass derjenige überhaupt zur Mitwirkung fähig ist. So, kollegiale Beratung ist eben gut, aus dieser Arbeit zu lernen, lernen aus Erfahrung, lernen aus Handlungswissen. Es eignet sich hervorragend, um neue Mitarbeitende an Bord zu holen, die einfach wissen müssen, wie laufen die Dinge hier bei euch, wie kann ich das machen, wie geht ihr da vor, was sind da so eure Tricks und Kniffe. Also das, was man irgendwie nicht aufschreiben kann, was man schwer kodifizieren kann, dieses Wissen kann man da gut rüberbringen. Es vermeidet Wissensinseln, weil man einfach auch Abteilungen sehr gut untereinander vernetzen kann, wenn man Leute aus verschiedenen Abteilungen, Leute sogar aus verschiedenen Organisationen hat, die kollegiale Beratung machen, kann man sich da sehr gut vernetzen. Und es trägt zur Entwicklung von der vernünftigen Organisationskultur bei, weil es einfach eine bestimmte Art, miteinander umzugehen, erfordert. Wozu ist es noch gut? Es liefert sofort Lösungsmöglichkeiten. Wenn ich mit einer Schwierigkeit, mit einem Fall in die Gruppe komme, weiß ich genau, ich bin eine Stunde später, habe ich jede Menge Lösungsoptionen und kann weiterarbeiten. Ich bekomme Fachwissen und Empathie der Gruppe. Ich vernetze mich mit anderen und ich entwickle meine Methodenkompetenz, weil ich einfach durch die wechselnden Rollen immer auch was Neues lerne. So, was braucht man dafür? Eigentlich nicht viel. 3 bis 9 andere Leute, besser wären 3 bis 5. Wenn man weniger ist, hat man zu wenig Perspektiven. Wenn es mehr sind, kommt vielleicht nicht mehr jeder zu Wort. Also insofern ist so eine Gruppe eigentlich so von 3, 4 bis 6 Leuten optimal. Einen störungsfreien Raum, wo nicht ständig jemand reinkommt, irgendwas, wo man sitzen kann, vielleicht Tische dabei. Also ihr merkt schon, man kann das theoretisch auch in so einem 6er-Abteil bei der Deutschen Bahn machen, das funktioniert hervorragend. Idealerweise hat man noch einen Flipchart oder eine Pinnwand, um was zu visualisieren. Man braucht was zum Schreiben, eine Uhr und je nachdem, nach welchem Beratungsschema man vorgeht, irgendwas zwischen einer Stunde und 90 Minuten Zeit. So, was braucht man noch? Die Frage ist kollegiale Beratung, wer passt in meiner Beratungsgruppe? Also wer sind eigentlich Kolleginnen oder Kollegen in dem Sinne? Das müssen nicht Leute sein, die mit mir in einer Abteilung arbeiten. Das müssen nicht mal Leute sein, die den gleichen Beruf haben oder die beim gleichen Arbeitgeber arbeiten. Das kann einfach jemand anderes sein, der einen Interaktionsberuf hat, also Menschen, die mit Menschen arbeiten, die auf einer relativ gleichen oder ähnlichen Hierarchiestufe sind wie ich. Und ganz wesentlich Menschen, die ich als vertrauenswürdig einschätze, von denen ich weiß, dass sie wertschätzend und respektvoll kommunizieren können und die geübt sind in Gesprächsführung. Ich meine, das sollte man in einem Interaktionsberuf sowieso einigermaßen sein. Das heißt, dass kollegiale Beratung bezieht sich, also der Begriff kollegial bezieht sich gar nicht so sehr auf dieses Kollegium und auf diesen Kollegenbegriff, Kolleginnenbegriff, sondern eher auf die Art des Umgangs miteinander, dass man eben kollegial auf Augenhöhe wertschätzend miteinander umgeht. Ganz schwierig ist es einfach, wenn zum Beispiel Teamleitung und Mitarbeitende in einer kollegialen Beratungsgruppe sind. Das sollte man versuchen auseinanderzusortieren, einfach weil dann die Kommunikation an ein, 2 Ecken schwieriger wird. So, wie geht's denn jetzt? Der Beratungsablauf ist eigentlich, wenn man es runterbricht, kann man den 2 teilen. Das eine ist die Falldarstellung, das andere ist die Fallbearbeitung. Also das braucht es mindestens. Aber damit das eine runde Sache wird, gibt es noch vorgelagert eine Startphase und nachgelagert eine Abschlussphase. In der Startphase kommt man an, wählt einen Fall aus, klärt, wer welche Rolle übernimmt. Es gibt in jeder kollegialen Beratung ja 3 Rollen. Das eine ist derjenige oder diejenige, die den Fall gibt. Eine Person übernimmt die Moderation und alle anderen sind die Beratenden. Wenn das geklärt ist, geht es in die Falldarstellung. Dazu erzähle ich später noch was. Dann kommt die Fallbearbeitung. Und in der Abschlussphase kann man ein kurzes Blitzlicht machen, Verabredungen fürs nächste Treffen machen,
möglicherweise eine Prozessreflexion. Das ist dann einfach die Frage, wie geübt man miteinander schon ist. So, das ist jetzt ein sehr generischer Beratungsablauf. Ich werde das jetzt noch ein bisschen spezieller aufbauen. Und zwar gibt es von Herrn Tietze, das ist so ziemlich das bekannteste oder der bekannteste Autor zum Thema kollegiale Beratung in Deutschland, der hat die Falldarstellung noch unterteilt. Und zwar in einen Spontanbericht, wo der oder diejenige, die den Fall gibt, erstmal frei von der Leber weg erzählt, worum geht es eigentlich. Dann können die anderen Rückfragen stellen. Dann wird eine Schlüsselfrage formuliert und am Ende wird dann die Methode ausgewählt, nach der das Ganze beraten wird. Die Schlüsselfrage, einfach um das Wort nochmal zu erklären, das ist im Grunde der Beratungsauftrag, den der Fallgeber oder die Fallgeberin an die Gruppe gibt und sagt, das ist jetzt genau das Thema, was ich beraten möchte. Das klappt manchmal auch nicht. Weil ich meine, man hat ja durchaus seine blinden Flecken. Das heißt, nicht immer ist das, was ich als das Problem identifiziere in einer Situation, notwendigerweise auch das Problem. Also möglicherweise haben ja die anderen Leute in der Gruppe nach dem, was ich erzählt habe, eine ganz andere Fantasie dazu, was jetzt genau das Problem ist. Manchmal bin ich das Problem, so ist es halt. Und das ist eben so die Sache, wo auch die Modelle auseinandergehen, zu sagen, ist es immer sinnvoll, eine Schlüsselfrage zu haben oder eben nicht. Dazu sage ich dann später auch noch mal was. Wenn wir uns jetzt diesen Spontanbericht angucken, wenn ihr Berater seid, ihr wollt demjenigen helfen, der den Fall darstellt. Und dazu ist es ganz wichtig, einfach die Rahmenbedingungen zu kennen. Welche Personen sind beteiligt? Wer ist das? Ist das mein Chef? Ist das ein Kunde? Ist das ein Kollege? Welche Vorgeschichte gibt es? Worum genau geht es? Was geht denn sonst so? Was ist denn, wenn es alles gut läuft? Was ist jetzt schlecht daran? Wie geht es dir dabei? Also gerade dieses Gefühlsthema ist für die Berater ganz wichtig, eben auch zu gucken, wo steckt vielleicht auch mehr dahinter als das, was mir gerade erzählt wird. Einfach weil vielleicht die Körpersprache nicht zu dem passt, was derjenige oder diejenige sagt. Wenn die Kommunikation an der Stelle inkongruent ist, ne, dann kann man einfach sagen, okay, also irgendwas ist da noch mehr, was mir gerade nicht erzählt wird. Genau, und das ist die Frage, was löst es bei mir aus und weshalb ist das für mich ein Problem? Ich meine, das ist ja, wenn ich den anderen von einer Situation berichte, die ich in meinem Alltag als schwierig empfinde, für andere Leute, die finden es vielleicht völlig unproblematisch, aber darum geht es ja nicht. Ich trage das vor, weil es für mich schwierig ist, weil ich damit ein Problem habe. Und das für die anderen wirklich verständlich zu machen oder greifbar zu machen, weshalb ist das für mich schwierig und weshalb komme ich an der Stelle auch alleine und ohne euer Feedback auch nicht weiter, das ist eine ganz wesentliche Frage. In dieser Phase hören alle anderen nur zu. Und das ist erfahrungsgemäß was bei kollegialer Beratung den Leuten am Anfang sehr schwer fällt. Einfach nur zuhören. Nichts nachfragen, keine Kommentare abgeben, nicht bewerten, gar nichts machen, einfach nur wirklich sehr, sehr aufmerksam zuhören. Das ist was in der Regel relativ viel Übung erfordert. Visualisierung hilft dabei enorm, sei es durch eine Skizze am Flipchart, die man vorbereitet hat, wenn man den Fall mitbringt, sei es durch Karten, sei es durch bewegliche Bilder, einfach, dass die anderen so ein bisschen was haben, wo sie sich dran festhalten können. Ja, anschließend dürfen dann Verständnisfragen gestellt werden, aber tatsächlich nur Verständnisfragen. Ich meine, wenn man das noch nicht oft gemacht hat, gibt es so Leute, die haben so die Tendenz, dann so verkappte Vorschläge in Fragen zu verpacken, aber das ist genau das, worum es in dem Moment einfach noch nicht geht, sondern es geht nur darum, die Situation so zu verstehen, wie es für die andere Person auch sich darstellt. So, wenn wir jetzt uns angucken, die Fallbearbeitung, da gibt es ganz verschiedene Methoden, von denen ich euch drei vorstellen möchte. Die eine ist das Reflecting Team, eins ist Hypothesenarbeit und das dritte sind bewegliche Bilder. Beim Reflecting Team ist es so, dass nach der Falldarstellung der Fallgeber oder die Fallgeberin die Runde verlässt, den Kreis verlässt. Das kann sein, dass sich jemand rumdreht und einfach nicht mehr die anderen angucken kann, sich ein Stück zurücksetzt, dann zwar aber noch sichtbar ist
Oder was aus meiner Erfahrung eigentlich am besten funktioniert, ist, wenn jemand sich hinter so eine Metaplanwand setzt. Da kann man alles super hören, was gesprochen wird, aber man ist einfach nicht mehr präsent. Und es besteht nicht so dieses Ja-Aber, ne, dass man versucht, dann da irgendwie nochmal was reinzubringen, was man vorher nicht erzählt hat. Aber auch für die anderen ist die Versuchung einfach geringer, da jetzt auf Gestik oder Mimik zu reagieren oder vielleicht auch einfach Gedanken nicht auszusprechen, weil derjenige halt sichtbar ist. Das Faszinierende an der Sache ist, die Hürde ist erstmal sehr groß zu sagen, oh Gott, wenn ich nicht sichtbar bin, wie sprechen die anderen Leute über mich? Die Erfahrung ist, die Leute sprechen total positiv und wertschätzend und sind wirklich bemüht, einem zu helfen. Das ist eine total positive Erfahrung, nachdem man sich das erste Mal überwunden hat. Dann gibt es die Schwierigkeit zum Beispiel, wenn jemand nicht in der Lage ist, eine Schlüsselfrage zu formulieren, weil ihm einfach selber noch überhaupt gar nicht klar ist, wo vielleicht das Problem liegt oder wo die Sache ist, dann ist es vielleicht gut, Hypothesenarbeit zu machen. Das ist auch eine Sache, die vielen Leuten zunächst sehr, sehr schwer fällt. Da wird dann einfach in der ersten Runde einfach mal gesagt, okay, was hat das mit mir gemacht? Was ist mein Eindruck? Einfach aus dem, was ich wahrgenommen habe. Ich habe das Gefühl, die Person fühlt sich damit total elend. Oder ich habe das Gefühl, die und die Person handelt so und so. Oder ich verstehe gar nicht, warum das ein Problem ist, weil. Also einfach erstmal nur den Eindruck wiederzugeben. Und schon allein das ist hilfreich für den Fallgeber oder die Fallgeberin, sich ein bisschen selber zu sortieren. Dann gibt derjenige Rückmeldung und sagt, okay, das war eine Richtung, die war für mich wertvoll. Also da würde ich euch bitten, einfach nochmal weiter drüber zu sprechen, was eure Perspektiven auf die Sache sind. Und dann gehen die Berater wieder in die nächste Runde und sind dann da auch wieder mit ihren Hypothesen, mit ihren Einfällen dabei. Aber das ohne wirklich schon Vorschläge zu machen. Ne? Weil wenn man sich erstmal so auf einen Vorschlag eingeschossen hat, wird die Beratung relativ schnell auch so kanalisiert. Wenn man einfach erstmal sagt, was habe ich wahrgenommen, dann ist das Feld einfach noch sehr, sehr weit und man kann da auch einfach erstmal gucken, wo fühlt sich es für denjenigen, der das vorgetragen hat, einfach richtig an. Manchmal ist es auch so, dass einfach Konstellationen so kompliziert sind, dass man es anders überhaupt gar nicht versteht. Dann ist es gut, wenn derjenige das mit einem beweglichen Bild aufbaut. Und dann können eben Optionen ausprobiert werden, indem man eine Figur mal hierhin, mal dorthin stellt oder einfach bestimmte Dinge umsortiert. Ich zeige euch da mal zwei Beispiele davon, weil ich mit der Methode relativ regelmäßig arbeite. Darf ich dich mal ganz kurz unterbrechen? Ja. Dazu, ich hatte nämlich mit zwei Fragen gewartet, die vorhergehenden Folien betreffen. Ich schalte mal Günther das Mikrofon frei. Er hatte eine Frage gehabt. Ja, kurze Frage, ist zwei Folien, glaube ich, zurück. Da war ein Punkt, der heißt gleiche oder ähnliche Hierarchieebene. Frage, die bei mir aufgetaucht ist, warum? Ach so, ja, das war hier die Frage, wer ist mein Kollege, ne? Ja, es ist je nach Organisationskultur einfach so, dass wenn der Chef was sagt, dann sagen alle anderen nichts mehr. Mhm. Das ist einfach so eine, weil einfach die Hierarchie bestimmt ja auch das Kommunikationsverhalten oder die Rolle bestimmt das Kommunikationsverhalten. Und einfach damit die Leute frei und offen sprechen, ist es gut, wenn eben keine direkten Über- oder Unterordnungsverhältnisse bestehen. Okay, gut. Lass mal erstmal vorne stehen. Mhm. Gut, ich würde jetzt noch ganz kurz Andreas Wittfer mit reinnehmen. Der ist drin. Ja, ich bin drin. Gut. Ja, meine Frage war der nächste Anstrich, Vertrauenswürdigkeit. Wenn man so eine kollegiale Beratung so aus dem Handgelenk spontan, aus Dringlichkeit oder aus gesteigertem Interesse durchführt, dann hat man natürlich nicht viel Zeit, das zu prüfen. Ne? Wie sieht es denn mit der Beziehung zu denen aus, die ich damit einberufe? Ist das von Bedeutung so oder kann man das auch ein bisschen beiseite packen? Ja, also ich denke ganz grundsätzlich, wenn du Leute dir bittest, dir zu helfen, dann wirst du dir Leute aussuchen, von denen du dir ziemlich sicher bist, dass sie dir nicht mit dem, was du in so einer Runde erzählst, später in den Rücken fallen.
Das Wesentliche ist ja das, was dort besprochen wird. Das bleibt dort und das wird nicht gegen jemanden verwendet. Das ist das ganz Wichtige. Denn ich meine, man outet sich da ja mit einer Schwierigkeit, die man hat, mit einem Problem, was man hat, mit irgendwas, wozu man sich nicht in der Lage fühlt. Und das tun Menschen in der Regel nur, wenn sie sich darauf verlassen können, dass sie da in einem beschützten Raum sind. Ich habe gerade die Erfahrung diese Woche gemacht, diese geschützten Räume sind oft nicht da. Man denkt, man ist auf einer Ebene, auf einer, und dann plötzlich entstehen da Dreiecke. Man muss da sehr sensibel umgehen. Das ist nicht so einfach. Dankeschön. Ja, gut. So, ich springe mal zurück. Genau, bewegliche Bilder. Finde ich auch im Team, in der Teamsupervision, im Teamcoaching ganz spannend, auch in der kollegialen Beratung. Ich meine, hier sieht man zum Beispiel jemanden, der zwei Hüte auf hat mindestens und jede Menge Werkzeug um sich rum. Also da ist irgendjemand, der irgendwie zu viele Hüte hat. Rechts das Männchen, das hat so einen Feenzauberstab in der Hand. Der muss immer wieder mal zaubern, ja, in seiner Tätigkeit. Oder hier das nächste Beispiel von einer Frau, die das so aufgebaut hat, ihre berufliche Situation, die sich also völlig in einer Baustelle fühlt und hinter ihr steht also ein Gespenst, also ein Schreckgespenst wirklich in dem Fall, sitzt ihr so im Nacken und ich meine, man sieht ja wirklich zwischen ihr und dem, was links oben im Bild als Support zu sehen ist, steht immer dieses Schreckgespenst. Das war halt eine ganz, ganz beklemmende Situation für diese Person in dem Moment. Da wird dann sehr viel deutlich und dann kann man eben mit diesen Gegenständen, die da auch auf dem Feld liegen, kann man dann eben mal spielen und gucken, an welcher Stelle kann man da vielleicht was ändern. Das Wesentliche ist, und weswegen das eben kein gemütliches Kaffeetrinken ist, sondern eine strukturierte Beratung ist, dass diese ganzen einzelnen Punkte eben mit bestimmten Zeiten versehen sind und dass diese Zeiten wirklich genau eingehalten werden. Das ist eine Aufgabe, die die Moderation übernimmt. Das ist also wirklich 5 Minuten Startphase, dann 5 bis 10 Minuten Spontanbericht, Schlüsselfrage, Methodenwahl und dann wirklich auch nur 10 Minuten Fallbearbeitung. Das bringt einfach die Gruppe dazu, sich auf die Aufgabe zu konzentrieren, auf das, was eben als Beratungsanliegen formuliert wurde und dann nicht vom Hundertsten ins Tausendste zu kommen und jeder kennt da jemanden, der sowas auch schon mal hatte, sondern es geht wirklich ganz konzentriert um diesen konkreten Fall und um diese konkrete Person. Das ist Aufgabe der Moderation, eben darauf zu achten, dass diese Zeiten eingehalten werden. Das ist am Anfang auch eine gewisse Schwierigkeit für Leute, die ein bisschen ungeübt sind, klare Ansagen zu machen. Dann zu sagen, Leute, die Zeit ist rum, wir gehen weiter. So, dann wie geht das? Ich hatte vorhin schon mal gesagt, es gibt verschiedene Rollen. Es gibt den Fallgeber, die Fallgeberin, es gibt die Moderation, es gibt Beratende. Man kann jemanden fürs Protokoll bestimmen, gerade wenn mehr Leute in der Runde sitzen. Und man kann auch noch, um die Moderation zu entlasten, einen Zeitwächter oder eine Zeitwächterin, einen Zeitwächter oder eine Zeitwächterin bestimmen. Dann hier nochmal diese kurze Übersicht, wer redet. In der Startphase, das ist eine klare Vereinbarungssache, da reden alle miteinander, wer gibt den Fall, wer übernimmt die Moderation und so weiter. Dann beim Spontanbericht spricht wirklich nur derjenige, der den Fall einbringt. Alle anderen hören konzentriert zu. Bei der Schlüsselfrage kann die Moderation helfen, wenn es eben schwerfällt, diese Frage so frei weg zu formulieren. Bei der Methodenwahl ist eben auch vor allem die Moderation in der Verantwortung. Und bei der Fallbearbeitung sind eben nur die Beratenden dran mit reden. Und auch das ist wirklich eine schwere Prüfung häufig für die Fallgeber, sich das wirklich einfach bis zum Schluss anzuhören, auch wenn es nur wirklich 10 Minuten sind, aber sich das einfach anzuhören und eben nicht eingreifen zu können oder nicht Ja-Aber sagen zu können. Das erfordert auch manchmal beherztes Eingreifen der Moderation. Genau, in der Abschlussphase sind wieder alle miteinander im Gespräch, reflektieren den Prozess. Wie war das? Hat mir das was gebracht? Hat das mir vielleicht auch als Beraterin, als Berater was gebracht, weil ich nochmal was Neues gelernt habe? Da sind dann wieder alle miteinander im Gespräch. Gut, ich habe noch eine Frage, die ich jetzt gerne reingeben würde von der Annette. Gerne. Ich schalte mal ja
Audio ein. Das war auch, glaube ich, die Tastaturgeräusch der Frage, die du gehört hast. Sorry, ich habe eine Frage zum Zusammenkommen und gegebenenfalls weitermachen. Also wie kommen die Menschen in der Gruppe zusammen? Wie ad hoc-isch ist das? Machen sie das dann wieder? Da gibt es ganz verschiedene Möglichkeiten. Das eine ist, du kannst dir eine Gruppe zusammensuchen, die sich für einen begrenzten Zeitraum trifft. Also wir treffen uns immer mittwochs, 10-mal oder so, und besprechen unsere Fälle. Das ist vor allem so für organisationsübergreifende Gruppen ein recht gängiges Modell. Es gibt aber auch Gruppen, die sich aus dem Betrieb tatsächlich ergeben. Es gibt in vielen Organisationen, die im pädagogischen Bereich unterwegs sind, gibt es zum Beispiel auch vorgeschriebene kollegiale Supervision, kollegiale Beratung, wo das vom Arbeitgeber vorgegeben ist, und da werden die Leute dann zusammengewürfelt. Man kann sich aber auch durchaus nur einmal treffen mit einer Gruppe. Das mache ich ganz häufig im Rahmen von Netzwerktreffen. Das funktioniert genauso. Also es ist manchmal einfacher zu sprechen, wenn die Leute sehr verschiedene berufliche Hintergründe haben, weil dann die Perspektivenvielfalt größer ist. Und es ist eben schwieriger, wenn sich alle schon zu gut kennen. Das heißt, wenn das wirklich 10 Leute sind, die seit 10 Jahren miteinander arbeiten, dann weiß man immer schon, wie jeder tickt. Das ist manchmal nicht ganz so hilfreich. Beantwortet das die Frage oder noch nicht? Okay, prima. Gut. Genau. Die Erfolgsfaktoren. Warum funktioniert das gut und was trägt dazu bei, dass es gut funktioniert? Das ist wirklich die Rollenklarheit, also wirklich zu gucken, was ist im Moment meine Rolle? Bin ich im Moment mit Zuhören dran? Bin ich im Moment mit Reden dran? Bin ich eben damit dran, dafür zu sorgen, dass das hier alles funktioniert? Die straffe Moderation, also wirklich zu gucken, werden die Rollenvorgaben eingehalten? Werden die Zeiten eingehalten? Wird die Methode eingehalten? Der respektvolle und wertschätzende Umgang miteinander. Ich meine, auch Ratschläge sind Schläge. Es ist ganz wichtig, eben da immer zu gucken, da breitet jemand wirklich was vor einem aus, was schwerfällt. Und damit muss man eben entsprechend umgehen. Was noch ein Erfolgsfaktor ist, ist die Perspektivenvielfalt. Das heißt, je unterschiedlicher die Leute eben auf den Fall drauf gucken, desto mehr Lösungsoptionen kann der oder diejenige, der den Fall einbringt, eben auch mitnehmen. Am Ende profitieren alle davon, eben nicht nur der Fallgeber oder die Fallgeberin, sondern der mit Lösungsoptionen für den Fall mitnimmt, sondern es können ja alle von den Erfahrungen und vom Wissen der anderen profitieren. Auch als Beraterin oder als Berater nehme ich ja jede Menge Perspektiven der anderen mit. Ich nehme auch Organisationswissen mit. Ich lerne, wie was in anderen Organisationen oder in anderen Abteilungen gehandhabt wird. Ich lerne neue Methoden kennen. Ich kann mich selbst als Moderator auch mal ausprobieren, wenn das sonst nicht so meine Rolle ist, zu führen oder zu moderieren, das eben auch mal zu lernen. Und es ist extrem gut für den Zusammenhalt in der Gruppe, weil man sich durch diese emotionale Betrachtung von Fällen eben auch relativ nahe kommt an ein, zwei Ecken, wo man Unterstützung bekommt, die man an anderen Ecken vielleicht so ein bisschen vermisst im beruflichen Leben. Und es wirkt massiv auf die Kommunikationskultur, weil diese Methode es eben erfordert, andere Perspektiven wahrzunehmen und einfach erstmal wertfrei stehen zu lassen. Ich meine, bei Perspektiven oder bei Wahrnehmungen gibt es kein richtig oder kein falsch. Ich kann nur sagen, okay, das ist deine Perspektive. Meine ist da einfach eine andere. Ich nehme das ganz anders wahr. Und ich meine, das ist dann eben das, was die Fallgeber da auch rausziehen können, zu sagen, aha, meine Sichtweise ist nicht die einzig mögliche, sondern da gibt es eben viel, viel mehr. Ja, wann sollte man das lassen mit der kollegialen Beratung? Ganz einfach, also wenn alle Gruppenmitglieder von dem Fall betroffen sind, also wenn die Außenperspektive fehlt oder wenn keine Außenperspektive eingenommen werden kann von den Leuten, dann macht es keinen Sinn. Dann dreht man sich im Kreis und alle jammern mal ganz kräftig über das Problem. Tut auch mal gut, aber dann ist das vielleicht kein Fall für eine kollegiale Beratung. Wenn es Konflikte untereinander gibt, also wenn die Kommunikation nicht unbelastet ist, ich meine, dann ist es natürlich ganz, ganz schwer, sich auf so eine Situation einzulassen, wo man ganz offen von Schwierigkeiten berichtet und wo man dann eben auch gegebenenfalls die Perspektiven von anderen Leuten annimmt oder eben dann nicht annimmt.
Und wenn nicht alle bereit sind, sich einzubringen. Das heißt, wenn es eben Leute gibt, die sagen, ach, ich höre das mir immer mal so an, aber eigentlich will ich gar nichts dazu sagen und so. Das passt dann einfach nicht, weil es davon lebt, dass alle ihre Perspektiven einbringen. Wobei dieses, ich bin nicht bereit, mich einzubringen, eben ganz häufig auch ein Hinweis ist, auf ganz andere Themen. Also wenn sich zum Beispiel nicht mit der Organisationskultur verträgt, Schwierigkeiten zu benennen. Stichwort Fehlerkultur, Lernkultur. Ne? Also wenn man immer die Angst haben muss, wenn ich zugebe, ich weiß was nicht, dann steckt mir morgen das Messer im Rücken. Das wird die Leute nicht dazu animieren, eben offen über solche Dinge zu sprechen. Ganz schwierig ist es auch, wenn eben nicht genügend Methodenkompetenz in der Gruppe schon vorhanden ist, dann wäre es natürlich gut, erstmal jemanden von außen reinzuholen, der die Methode wirklich von Grund auf anleitet und der eben auch dazu beiträgt, mal so ein paar Methoden an die Hand zu geben und das ein paar Mal durchzuprobieren, damit es funktioniert. So, die nächste Frage ist, geht das auch online? Da kommen wir jetzt ein bisschen zurück zu meinem Forschungsprojekt, was ich hatte. Die Antwort ist ja, das geht online. Es gibt inzwischen seit 2005 einige Plattformen im Internet. Ich habe geforscht über www.qcom.net. Das ist eine Plattform, die entstanden ist aus dem Religionspädagogischen Institut der Evangelischen Landeskirche in Bayern. Ist inzwischen angegliedert an ein Institut für kollegiale Beratung. Und die Plattform ist kostenfrei, die ist einfach zugänglich und kann von wem auch immer benutzt werden, um sich zusammenzufinden und Fälle zu beraten. Dieses qcom.net unterstützt asynchrone Kommunikation, getippte asynchrone Kommunikation. Das heißt, es ist relativ gut geeignet für Leute, die zu unterschiedlichen Zeiten verfügbar sind, die zum Beispiel im Schichtdienst arbeiten oder die dienstlich viel unterwegs sind, im Außendienst, auf Dienstreisen. Man kann einfach seinen Fall dort abwerfen, schreibt den Fall rein und dann können die anderen Gruppenmitglieder eben im Zuge der verabredeten Zeit, das können Stunden sein, das können Tage sein, können dann ihre Beiträge dazu schreiben. Und man kann das eben dann nachlesen, wenn man das nächste Mal wieder die Gelegenheit hat oder auch die Zeit hat, sich auf das Thema einzulassen. Diese Plattform qcom.net hat 10 Beratungsschritte. Das unterscheidet sich also ein bisschen von dem, was ich vorhin vorgestellt habe. Das ist das Heilsbronner-Modell, was mit Hypothesenarbeit auch funktioniert. Und der Zeitaufwand ist relativ moderat, 1 bis 2 Stunden, verteilt auf, ich sage mal, 5 bis 10 Tage. Wir hatten Beratungen, die haben wir innerhalb von 1-2 Stunden durchgezogen. Das war dann relativ intensiv. Wir hatten aber auch Beratungen, die sich gestreckt haben über 10 Tage, wo es dann für viele Leute gut möglich war, sich zu beteiligen, auch wenn sie sonst einfach den ganzen Tag über nicht ans Internet können, zum Beispiel, weil sie einfach einen Job haben, wo sie nicht am Computer sitzen. Ich kann gerne anbieten, wer Lust hat, das mal auszuprobieren. Ich würde eine Gruppe anbieten wollen, wer Lust hat, da mal mitzumachen, das einfach mal sich anzugucken. Gibt mir einfach einen Hinweis, ein Handzeichen, wie auch immer, und dann können wir das gerne mal gemeinsam ausprobieren. So, jetzt wäre ich mit meinem Vortrag erstmal am Ende. Habe schon ein paar Fragen beantwortet, aber vielleicht sind ja einfach noch ein paar Fragen offen geblieben und die würde ich jetzt gerne beantworten. Ja, Annette? Was war, ich bin natürlich, vielen Dank. Es brennt mir natürlich die neugierige Frage auf den Zähnen. Was war dein Forschungsthema zu dieser Plattform? Ich hatte eine bildungswissenschaftliche Arbeit zu schreiben. Das heißt, mein Forschungsinteresse war natürlich ein bildungswissenschaftliches. Meine Frage war, ist kollegiale Beratung im Internet bei der Zielgruppe akzeptiert? Und vor allem funktioniert es. Also ich meine, ich bin da so ein bisschen reingegangen mit dem, naja, also ich bin mir nicht sicher, ob das funktioniert. Ich kann es mir eigentlich nicht vorstellen, aber probieren wir es einfach mal aus. Und ich war also wirklich ganz erstaunt zu sehen, dass das wirklich sogar hervorragend funktioniert. Und das war eben die Fragestellung, wird es akzeptiert, funktioniert es? Und das eben unter einer bildungswissenschaftlichen Perspektive, also Kompetenzentwicklung für Interaktionsarbeit. Danke. Da noch keine weiteren Fragen derzeit getippt sind, habe ich noch ein paar, die mir gekommen sind in der Zwischenzeit. Das eine ist erstmal hier, du hast gesagt, dieses Webmeeting-Tool und asynchron. Muss ich dort wirklich alle Themen tippen dazu?
oder kann ich dort auch Sound- oder Videofiles einfach aufnehmen, weil dieses Tippen wäre mir bei komplexen Fragestellen schon recht mühselig. Wie würdest du dort so die Stärken und Schwächen von dem Tool einschätzen? Also im Moment ist es eben nur möglich zu tippen. Du kannst aber auch an die, also in den Chatverlauf kannst du nur tippen. Du kannst aber auch an die, in diese Beratungsräume rein Dateien reintun, wie zum Beispiel ein Foto, eine Grafik, eine Visualisierung, wie auch immer, auf die dann Bezug genommen wird. Aber jetzt wirklich so dein Fall als Text oder als Sprachdatei einzubinden, das wäre dann halt nicht so wirklich im Verlauf drin. Also ich kam noch nie auf die Idee, ist eine super Fragestellung, aber bisher kenne ich es wirklich nur, also plattformseitig ist es als getippter Text vorgesehen. Gut. Wie ist das dort eigentlich? Da muss ich ja auch mein Team zusammenstellen, erstmal was, zu dem ich Vertrauen habe, wo ich das dann tippe. Kommt man da nicht häufig besser? Man versucht dann tatsächlich mit einer Gruppe, ich sag mal, von 4, 5 Personen so ein Webmeeting-Tool zu verwenden. Im Ernstfall, was weiß ich, sogar ein normales Skype, als dass man das ganze Sachen eintippt. Das ist natürlich ganz genauso möglich, wenn du 4 Leute hast, 5 Leute hast, die alle zur gleichen Zeit sich vor ihren Rechner setzen und eine Skype-Session machen können, dann könnt ihr kollegiale Beratung genauso natürlich machen, als würdet ihr in einem Raum sitzen. Das funktioniert auch. Das ist dann natürlich nicht technisch moderationsunterstützt, wie es jetzt bei dieser Plattform ist. Also da hast du halt einfach noch so ein Moderationstool, mit dem du die einzelnen Beratungsschritte immer weiterleitest. Aber die Methode funktioniert, da bin ich überzeugt davon, funktioniert auch, wenn sich 5 Leute gleichzeitig vor Skype setzen. Aber das ist nicht das, was ich untersucht habe. Insofern kann ich dir das nicht hundertprozentig wissenschaftlich bestätigen. Gut, ich schaue nochmal. Es sind bisher noch keine weiteren Fragen aufgetaucht, also mache ich mal mit der nächsten weiter. Du hast geschrieben, dass thematisch hängt da, oder gesagt, thematisch ist es für Themen, wo Menschen mit Menschen arbeiten dafür. Das erschließt sich mir noch nicht so hundertprozentig, weil ich mir auch vorstellen kann, dass man zum Beispiel Software-Themen oder Themen aus dem Gärtnern oder Schmieden genauso in so einer Gruppe kollegial beraten kann und Probleme und Herausforderungen angehen. Das ist also für mich selbst der Punkt, warum es jetzt nur Menschen mit Menschenthemen sein könnten, nicht ganz so einleuchtend ist. Kannst du das nochmal erläutern? Ich denke, es hat was damit zu tun, dass es eben immer auch um diese emotionalen Anteile geht. Es geht eben nicht nur um die Sachebene. Also es geht eben nicht nur darum, mit dieser Methode geht es eben nicht nur darum, zu sagen, ich weiß nicht, wie die Maschine funktioniert, kann mir das mal jemand erzählen, oder sondern es geht immer um Themen, die mit Menschen zu tun haben. Also ich meine, man könnte damit natürlich auch vielleicht, wenn Leute aus der Produktion irgendwie Themen haben, ich habe da ein Problem mit einem Vorgesetzten oder ich weiß nicht, wie ich dieses Thema ansprechen soll mit einem Kollegen oder so, das könnte ich mir auch gut vorstellen. Allerdings hast du da natürlich eher noch so die Sache, dass diese Leute in der Regel nicht so geübt sind mit solchen Moderationsmethoden, Gesprächsführung und so weiter. Da hast du einfach bei den Leuten in Interaktionsberufen, allein durch deren Ausbildung und berufliche Tätigkeit, fängst du da natürlich ganz anders an vom Kompetenzniveau, was solche Moderationstechniken angeht. Gut, danke erstmal. Ich habe ja vom Günther die Handhebung. Ich schalte mal sein Audio ein. Günther, du kannst. Ja, ganz kurz nochmal. Ich wollte jetzt nochmal auf den Punkt, den ich vorhin schon mal angesprochen hatte, gleiche oder ähnliche Hierarchieebene kurz eingehen, weil dort ist es zwischendurch auch nochmal die Punkte Perspektiven, Vielfalt und blinde Flecken genannt. Also ich arbeite mit anderen Methoden und habe einfach auch so ein Stück weit die Erfahrung gemacht, so themenfremde, sachfremde Personen vielleicht mal als Ideengeber einfach mal mit reinzunehmen, die einen Blick auf andere Themen oder einen anderen Blick auf Themen haben, Aspekte reinbringen, die, auf die man selber nicht kommt, kann also auch ein wertvoller Hinweis sein, wie du das siehst. Dann das Thema, das ist vorhin, glaube ich, auch doch das mit angesprochen, das Thema Vertrauen. Ich habe jetzt zwischendurch mal überlegt, inwieweit so ein Instrument nicht auch als vertrauensbildende Maßnahme eingesetzt werden kann. Weil das, was du jetzt geschildert hast, die Fälle, die du jetzt geschildert hast, meiner Meinung nach
eher geeignet oder sitzen eher in Unternehmen an, die beim Thema Unternehmenskultur schon ein bisschen weiter sind. Es gibt aber auch genug Organisationen, die sich auf den Weg machen wollen, inwieweit so ein Instrument dann hier als vertrauensbildende Maßnahme geeignet wäre, ob es da schon Erfahrungen gibt oder einfach mal deine persönliche Sicht darauf. Es eignet sich hervorragend dazu, die Organisationskultur oder Kommunikationskultur weiterzuentwickeln. Also ein Grundvertrauen, glaube ich, sollte schon da sein. Also wenn da Leute in der Gruppe sind, wo ich das Gefühl habe, dem möchte ich über mein Leben überhaupt nichts erzählen. Ja, ich glaube, dann macht es keinen Sinn. Aber wenn sich alle gemeinsam auf den Weg machen und sagen, wir wollen damit jetzt einfach mal anfangen. Aber diese Vereinbarung, alles, was wir hier besprechen, das bleibt auch hier. Das ist, glaube ich, die ganz wesentliche Voraussetzung für das Gelingen dieses Formats. Ob die jetzt gemeinsam miteinander anfangen und sich entwickeln wollen und gemeinsam lernen wollen oder ob das schon in einer entwickelteren Kultur ist, aber das ist für mich so die Prime Directive, wirklich zu sagen, wir quatschen nicht über das, was wir da gehört haben. Okay. Bei der ersten Frage, da war ich mir nicht ganz sicher, was wolltest du da nochmal mit der Hierarchie? Hattest du da nochmal eine konkrete Frage? Ja, ich hatte vorhin schon mal kurz angesprochen, das Thema Vertrauensbildung, gleiche oder ähnliche Hierarchieebene, das war ein paar Folien später, dann das Thema, Moment, welche waren das jetzt? Perspektivenvielfalt und blinde Flecken mit angesprochen, wo ich gesagt hatte, es kann da auch eine Chance sein, wenn man einfach mal Leute mit reinbringt, die eben nicht aus dem gleichen Bereich kommen, nicht aus der gleichen Hierarchie kommen, andere Perspektiven haben, Blickwinkel haben, Ideen reinbringen, auf die man vielleicht aufgrund seiner Betriebsblindheit, nenne ich das jetzt mal, selber gar nicht mehr kommt. Ja, das ist grundsätzlich total gut, verschiedene Leute, verschiedene Berufsgruppen da reinzubringen. Es sollte halt nur wirklich nicht direkt über Unterordnungsverhältnisse im normalen Leben sozusagen gehen, weil das macht die Kommunikation schwierig. Aber wenn du jetzt auch eine Führungskraft, weiß ich nicht, aus einem anderen Unternehmen oder aus einem anderen Bereich dabei hast und ansonsten irgendwie andere Leute, das kann funktionieren. Aber das ist je nach Organisationskultur ganz verschieden. Wenn die Leute Angst haben, das gerät zu meinem Vorgesetzten irgendwie zurück über diese Schiene. Dann werden die Leute nicht reden. Okay. Können wir uns auch vielleicht nochmal darüber unterhalten, weil ich kenne das Thema aus der Methode Wissensbilanz, wo ja dann auch so Teams zusammensitzen, einfache Mitarbeiter, Führungskräfte und, wo man dann über eine Moderation halt auch eine ganze Menge lenken kann, leiten kann. Genau, nur du musst halt wirklich berücksichtigen, es ist keine professionelle Moderation irgendwann mehr dabei. Also bei der Methodeneinführung hast du vielleicht einen Profi dabei, der eben auch nochmal reingrätschen kann und sagen kann, hier, bitte mal kurz zurückhalten, damit die anderen auch zu Wort kommen. Aber du hast später eben keinen Profi mehr dabei, sondern das sind Leute, die das untereinander machen. Okay. Aber ansonsten sehr gerne. Danke. Gut, ich habe jetzt von Carsten einen Beitrag im Chat. Ich schalte mal sein Audio ein, dass er es am besten selbst erklären kann. So. Ja, hallo, könnt ihr mich verstehen? Ja, ich verstehe. Gut. Ja, wir hatten vor kurzem in der Polizei Moderatorentraining zur kollegialen Fallberatung, um einfach auch die Moderatoren fit zu machen für die Methode. Mhm. Und ganz konkret haben wir dann einen Fall eines Gruppenleiters bei uns bearbeitet, mit dem einen Mitarbeiter immer zu spät kommt. Sehr kreativ und umfassend war gerade diese Methode, weil wir verschiedene Leute aus verschiedenen Bereichen dabei hatten, so wie es eben besprochen oder angesprochen wurde auch. Ja. Und Problem ist eben, die Moderatoren wurden in der Methode geschult und wenn man so ein Team hat, man muss die wirklich 1 oder 2 Stunden mal auf so eine Methode vorbereiten, glaube ich. Ja. Das braucht dann mit Fallbearbeitung doch 2 bis 3 Stunden Zeit, einen ungestörten Raum. Und das ist dann oftmals im Alltagsgeschäft wirklich ein Problem. Ja. Zumindest innerhalb der Polizei, woanders bestimmt auch. Vielen Dank. Also Frage hatte ich jetzt keine dazu, aber nur den Hinweis. Nee, absolut richtige Ergänzung. Also das mit den Zeitfenstern für kollegiale Beratung, das ist tatsächlich eine Problematik. Und zwar nicht nur bei
Berufsgruppen jetzt wie der Polizei, wo man denkt, da geht es manchmal um Leben und Tod oder so, sondern auch einfach sich diese Zeit für sich als Team zu nehmen, zu sagen, wir nehmen uns jetzt die Zeit, wir besprechen das jetzt mal. Da besteht eine gewisse Hürde und das ist halt deshalb, da wird dann der Vorgesetzte oder die Vorgesetzte gebraucht, wirklich zu sagen, hier nehmt euch diese Zeit. Das ist mir wichtig, dass ihr das macht. Ja, meistens muss der Leidensdruck eben hoch genug sein, wirklich ein drängendes Problem, was man nicht in den Griff kriegt. Ja gut, das ist im Change Management ja sowieso immer so, ne? Da müssen schon Schmerzen da sein, ne? Sonst verändert sich da nichts. Ich habe eine Frage, die direkt damit verbunden ist. Die hast du vorhin bei der Zeitplanung mit erwähnt gehabt. Das heißt, die Aufgabe vom Moderator, ganz streng darauf zu achten, dass die Zeit eingehalten wird. Prinzipiell bin ich ja dafür, sowas zu machen. Aber gerade wenn der Fall jetzt bearbeitet wird direkt und ich merke, die sind in einem konstruktiven Prozess drin und das bringt gerade was, dann würde ich natürlich einen Teufel tun, das jetzt zu unterbrechen, bloß weil die 10 Minuten um sind. Dagegen, wenn man merkt, dass Moderator das läuft in die verkehrte Richtung und bringt gerade nichts, dann würde ich wahrscheinlich auch nicht die 10 Minuten abwarten, dort wie immer dort eingreift entsprechend. Wie siehst du dieses Thema tatsächlich feste Einhalten von dem Zeitplan, Pro und Cons? Ja, das ist was du als Moderator, wenn du eine gewisse Erfahrung hast, irgendwann, womit du ein bisschen spielst, ne? Aber ich glaube, es geht jetzt auch nicht um das sklavische Einhalten von genau 10 Minuten, sondern es sind dann halt vielleicht mal 12, aber es sind eben keine 20 oder keine 25, sondern das Wesentliche ist, dass du dich fokussierst und dann zur Not auch mal sagst, okay, ich glaube, das Thema ist jetzt einfach auch ein bisschen zu groß für diese Zeiteinheit. Lass uns einfach dazu nochmal eine Beratung machen und dann ein Stück weiterarbeiten. Ja? Also, weil wenn du dich nicht darauf verlassen kannst, dass so eine kollegiale Beratung nach Zeitpunkt X eben auch vorbei ist, dann wird das Ufer dann aus. Ja? Also insofern, ja, ich kann das nach 8 Minuten abbrechen oder nach 12, aber ich würde es halt nicht ewig laufen lassen, nur weil die Leute gerade im Fluss sind. Du hast gesagt hier, das ist ein Problem, wenn die Teilnehmer zum Beispiel nicht so viel Methodenkompetenz haben dazu, um zu wissen, mit welcher Methode ich jetzt praktisch diesen Fall bearbeiten könnte. Ist das wirklich so ein Riesenproblem? Ich sage mal in einer Gruppe, wo ich sage, die Leute, zu denen habe ich Vertrauen und ich habe das Gefühl, okay, die könnten mir bei meinem Fall, bei meinem Thema helfen, ist es gefühltmäßig relativ flexibel. Ich würde sagen, da muss nicht unbedingt jeder so eine große Methodenkompetenz haben, so von meinem Bauchgefühl her. Warum denkst du, dass das so wichtig ist? Ich glaube, wir reden über zwei verschiedene Verständnisse von Methodenkompetenz. Also es geht mir jetzt nicht darum, dass jemand ganz viele Methoden kennt, jetzt wie zum Beispiel diese Hypothesenarbeit oder Reflecting Team oder sonst irgendwas, sondern ich meine damit auch schon allein dieses Thema Gesprächsführung, wertschätzende Kommunikation, Moderation, Visualisierung, also das, was sozusagen für die Methode an sich an Methodenkompetenz, an kommunikativen Kompetenzen auch schon da ist. Also so in dem Sinne von, du hast eine berufliche Handlungskompetenz, die unterteilt sich in Fachkompetenz, Sozialkompetenz, Methodenkompetenz und da fällt halt das alles runter. Ich sehe das nicht so eng auf diese verschiedenen Methoden, sondern eher auf das Ganze miteinander reden. Gut. Und eine Frage habe ich jetzt noch. Was sind denn so ganz typische Themen, die aus deiner Erfahrung so in dieser kollegialen Beratung behandelt werden, so dass man so was praktisch Greifbares hat? Einfach mal ein paar fiktive Beispiele, damit niemand sich ertappt fühlt. Ich habe einen Mitarbeiter, dem gebe ich Arbeitsaufträge, der macht es einfach nicht. Ich rede mit dem, ich führe Mitarbeitergespräche, irgendwann ziehe ich die Gangart an, dann schreibe ich mal eine Abmahnung. Der macht es einfach nicht. Ja? Also was kann ich als Führungskraft noch tun? Ich komme mit dieser Person in dieser Führungssituation einfach nicht weiter. Liegt es an mir, liegt es am anderen, liegt es am Rahmen? Leute, helft mir. Ja? Also das wäre so eine Sache. Ein anderer Fall ist zum Beispiel Leute, die Berufsberatung machen, zu sagen, ich habe da jemanden, der hat immer ganz hochfliegende Pläne für 2 Wochen, dann sage ich, ja, mach doch mal, ne? Und dann
ist wieder alles ganz schlimm, der kommt einfach nicht vom Fleck und er committet sich zu nichts. Ne? Also da ist keine Verbindlichkeit, wie komme ich mit dem irgendwie weiter? Oder auch ganz typisch, ich habe da einen Kunden, der findet immer alles ganz toll und dann macht das nicht. Ne? Also dann komme ich 2 Wochen später wieder und ich finde das Gleiche vor wie vorher. Wie kriege ich da, wie kriege ich das irgendwie so hin, dass da tatsächlich auch was passiert? Also das wären mal so ins Blaue gesprochen, so 3 relativ idealtypische Fälle. Gut, ich habe das Thema ja mit reingenommen, weil ich diese Beispiele noch etwas in Erinnerung hatte vom Knowledge Camp. Das waren jetzt auch alles Beispiele, wo ich über Arbeitsthemen mit den Leuten spreche, wo es um dritte Personen geht. Wenn ich jetzt so ein Thema habe, das ich persönlich jetzt mit einer Person, die wir alle kennen, zum Beispiel mit unserem Personalleiter nicht klarkomme, ne, oder mit einem Projektleiter, dann sind das natürlich die wesentlich heikleren Themen, ne, also auch vom Vertrauensthema her. Ist das überhaupt jetzt ein Thema, was ich in der kollegialen Beratung im Rahmen von wirklich Kollegen aus dem Unternehmen klären könnte? Oder sagst du, sowas habe ich bisher noch gar nicht erlebt oder würde ich auch nicht empfehlen? Das heißt, wenn alle gleichermaßen von einem Problem betroffen sind. Nee, nicht alle gleichermaßen, ja. Sondern ich komme jetzt mit unserem Bereichsleiter persönlich nicht klar, okay. Aus den und den Gründen. Ich spreche also über eine Person und meine Beziehung zu dieser Person und die kennen aber alle, die in dieser Gruppe drin ist. Ist das ein Thema oder eher nicht? Doch, das ist durchaus ein Thema, weil es ja auch sich... ich meine, es geht halt auch darum, dann wertschätzend eben zu reden über die abwesende Person. Aber ich meine, du kannst ja durchaus auch deine Schwierigkeiten, die du mit einer Person hast, so artikulieren, dass es eben, dass du bei dir bleibst und dass du es entsprechend wertschätzend formulieren kannst, weil du bist ja an der Lösung interessiert. Du möchtest ja, dass diese Beziehung funktioniert, diese Arbeitsbeziehung. Also das geht durchaus. Hast du diese Themen schon mal praktisch erlebt, in dieser Form, es betrifft mich persönlich und geht um eine dritte Person, die auch alle kennen? Ja, es ist ganz oft der Fall, dass es eben um Personen geht, die jeder kennt, außer man hat eben solche zusammengesetzten Gruppen, die so überbetrieblich sind. Ne? Also da hast du relativ wenig Überschneidungen, aber eigentlich bei allen Gruppen, die sich aus einer Abteilung konstituieren oder vielleicht aus einem kleineren Unternehmen, da bleibt es gar nicht aus, dass über Leute gesprochen wird, die alle kennen. Das lässt sich gar nicht vermeiden. Gut, ich habe ich sehe noch keine weiteren Fragen und keine Handhebung, habe ich noch so meine typische Abschlussfrage dazu. Was sind denn so die Herausforderungen und Schwierigkeiten, die du in den letzten Jahren damit erlebt hast, auch in konkreten Konstellationen oder ähnlichen, wo du Erfahrung gesammelt hast, dort hat was nicht funktioniert und gehst du mit diesen Schwierigkeiten um oder wie sind die gelöst wurden oder wie gehst du in Zukunft an diese Sachen ran? Also was waren die Erfahrungen? Mit kollegialer Beratung, die mal nicht funktioniert hat. Ja, oder wo es Schwierigkeiten gab. Ja. Also das, was du als Herausforderung in der letzten Zeit gesehen hast oder im Nachhinein gesagt hast, Mist, warum hat denn das nicht funktioniert? Was hast du da für Konstellationen? Ja, absolut. Also ein Fall zum Beispiel, ihr erinnert euch an dieses Reflecting-Team. Da hatte ich eine Gruppe, mit denen habe ich kollegiale Beratung eingeführt das erste Mal und habe halt die Personen gebeten, hinter diese Wand zu gehen, einfach weil ich bisher immer die Erfahrung gemacht habe, dass das von den Leuten wirklich sehr positiv erlebt wird. Und diese Person ist nach 2-3 Minuten da rausgeplatzt, hat gesagt, sie erträgt das nicht, sie fühlt sich da total eingesperrt und unwohl. Und also da war ich dann in dem Moment auch total perplex, weil mir das einfach so noch nicht passiert ist und habe mir dann überlegt, wie ich das jetzt eingefangen bekomme. Das war dann in der Gruppe natürlich nicht mehr so wirklich eine Idee zu sagen, da setzt sich jemand dahinter. Das hat eine Weile gedauert. Es gab einmal auch einen Fall, wo eine Person einen Kunden hatte, den sie gerne abgeben wollte an jemand anders aus dem Team, weil sie sagt, ich bin mit dem inzwischen so weit gegangen, ich kann mit dem nicht mehr reden, ohne irgendwie wirklich aggressiv zu werden oder mich schlecht zu fühlen oder was auch immer. Und dann haben die anderen einfach sozusagen drüber geredet, was sie denn noch machen könnte und niemand wollte irgendwie diesen Kunden übernehmen.
Also da war dann auch das Beratungsanliegen, glaube ich, einfach nicht klar genug. Ich möchte diesen Kunden abgeben, bitte redet drüber. Oder es wäre vielleicht gar kein Fall für eine kollegiale Beratung gewesen, das nochmal durchzukauen, sondern das hätte man besser methodisch anders gelöst, zu sagen, ich möchte diesen Kunden abgeben, wer nimmt ihn? Ich erkläre euch auch, worum es geht. Also das sind so nochmal der Hinweis, wirklich genau zu gucken, ist es ein Fall für eine kollegiale Beratung oder ist es eigentlich was man methodisch anders lösen muss? So, gibt es noch weitere Fragen? Das ist jetzt die Möglichkeit, noch die Hand zu heben oder Frage zu stellen. Sonst würde ich sagen, wenn das nicht der Fall ist, danke ich mich ganz, ganz herzlich für diese Live-Session, für den Input. Danke. Ja, so. Danke fürs Zuhören. Danke für den Input und einen schönen Nikolaustag noch. Ja, genau. Also danke, ciao. Danke, tschüss. Also vielen Dank auch allen fürs Kommen.